Hi Gude und herzlich willkommen zu Enshrouded. Ich bin der Typ mit dem Bart. Und heute wird's, glaube ich, richtig interessant. Denn nach den vielen Bauvideos und Überblicken über die Baustelle von Helms Klamm habe ich mir für heute mal gedacht, lasst uns doch mal gemeinsam eine Skillung anschauen. Und da habe ich mir mal eine rausgesucht, die ich selber auch schon ausprobiert habe und auch ein bisschen rumexperimentiert habe. Und zwar geht es hier um die Magier-Skillung. So eine Mischung aus Feuer und Totenbeschwörer. Oder wie es ja auch gerne mal genannt wird, Nekromant, ja. Ihr wisst ja, mit dem neuen Update kamen ja auch neue Waffen dazu und es gab neue Stäbe und neue Schwerter und Äxte und weiß der Geier was nicht alles. Und es gab tatsächlich auch neue Zauber mit dazu, nämlich diesen Knochen. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich kann es mir einfach nicht merken, aber es gab halt ein neues Geschoss einfach für die Magier. Und das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Rundherum habe ich da mal diesen Bild kreiert, ja. Wobei der jetzt auch nicht völlig ausgeflippt ist, aber er hat mir auf jeden Fall bisher in den Dungeons doch schon extrem geholfen, denn da sind ein paar Feinheiten drin, die ich gerne mit euch heute besprechen würde, und das ist auch ein vielleicht nicht ganz so alltäglicher Skill, denn wir sind mal so ein bisschen weg vom Stoff gegangen, vom Stoffmagier, und so eine Mischung aus Plattenträger, Stoff und noch ein bisschen Überleben und so weiter. Wir werden uns das aber gemeinsam anschauen und das Ganze nach einem kurzen Intro. Wie ihr sehen könnt, hat er sich ein bisschen verändert. Und zwar werden wir das ein bisschen thematisch angehen. Ich werde euch erstmal zeigen, was ich an Ausrüstung trage, sprich an Platten, Stoff und so weiter. Dann gucken wir, welche Ringe ich anhab. Und dann werden wir ein bisschen auf die Waffen eingehen. Wobei, das ist ein Thema, das müsste man eigentlich noch gesondert behandeln, weil da bin ich noch gar nicht so weit. Aber trotzdem, selbst mit den alten Waffen kommt man schon relativ weit mit diesem Bild. Leider hatte ich noch nicht das Loot-Glück, zumindest nicht in meinem Solo-Game, sondern da war ich, hatte ich ein bisschen mehr Glück gehabt in meinem Multiplayer-Spiel, zusammen mit den Jungs von der Community, mit denen wir auch Helms Klamm bauen. Das ist aber ein Jägerbild, von daher konnte ich jetzt nicht einfach mal die Waffen so rüberschubsen. Ich hoffe, ich habe noch mehr Glück, aber vielleicht hattet ihr ja schon Glück und euch fehlt einfach nur noch die richtige Skillung außen herum. Und wir werden uns natürlich den Talentbaum anschauen und wir werden ganz zum Schluss nochmal ganz kurz reinschauen, was der am Schadensoutput macht und wie man den Ganzen einfach dann, einfach auch Herr wird. So, wir schauen uns erstmal den Talentbaum an. Und zwar gucken wir mal hier direkt in die Fähigkeiten rein, ja. Und zwar ist das ein bisschen anders aufgebaut. Wir gucken mal hier so ganz schnell rüber. Ihr seht, hier ist ein bisschen was im Tankbaum drin. Kampfmagier ist klar. Der Heiler-Teil ist bei mir komplett rausgeflogen. Dafür bin ich mehr in Zauber und es geht tatsächlich sogar ein bisschen was in die Gaunerei rein und ein bisschen was in den überlebenden Talentbaum. Und wir werden einfach mal reinschauen. Wir fangen einfach mal hier bei dem Überlebenden an. Was haben wir da genommen? Die Kondition, klar, musst du nehmen, damit du da hinkommst. Läufer, Sprintgeschwindigkeit wird um 10% erhöht, Ausdauerverbrauch wird um 10% reduziert. Macht auf jeden Fall Sinn, gerade wenn ihr in den Dungeons seid. Den Doppelsprung, ich glaube, das brauche ich gar nicht mehr zu thematisieren, ist wichtig. So, den Punkt habe ich nicht mitgenommen, aber hier die Kondition, klar, brauchst du, um dann nochmal weiterzukommen. Fernweh, Ausdauerverbrauch beim Sprinten auf unbefestigten Straßen um 90% und um 80% wird die Ausdauer reduziert. Musst du mitnehmen, weil wir wollen an diesem Punkt hier, ja, guter Stoffwechsel, Gesundheit, Mana und Ausdauer-Orbs, ja. Ihr kennt die kleinen Kühlchen, die ihr manchmal hinterlasst. Stellen 30% statt 10% ihrer jeweiligen Ressource wieder her. Und das ist ganz wichtig. Eigentlich haben wir diesen ganzen Baum nur mitgenommen, um an diesen Punkt zu kommen. Ja? Ganz wichtig, Mana und Heiltränke stellen 20% mehr her. Also ihr habt mehr Möglichkeit oder eine höhere Möglichkeit. Also es ist viel wesentlich effizienter, Mana und so weiter wiederherzustellen mit Tränken oder aber mit diesen Orbs. Wir werden uns gleich auch noch die Ausrüstung anschauen, was ich trage. Ich glaube, dann wird es auch so ein bisschen ersichtlicher, warum wir das brauchen. So, wir gehen mal weiter. Ja, und zwar geht es hier in den Tankbaum rein. Physische Rüstung gewährt 10% mehr Rüstungspunkte. Denke ich, muss ich nicht erklären. Maximale Menge an physischen Schaden muss ich auch nicht erklären. Da musst du einfach weiter hinkommen. Den musst du mitnehmen, Konstitution, auch wenn wir nicht wirklich brauchen. Turm. Das ist wichtig. Wenn sich drei oder mehr Feinde im Umkreis von 20 Metern befinden, erleidest du 10% weniger Schaden. Macht auf jeden Fall Sinn. Vor allen Dingen auch, ihr habt ja, ihr kennt ja diese Irokesen-Gegner, die jetzt da sind mit diesen riesen Sicheln, die hauen halt richtig enorm viel Schaden raus.
Und da die ja meistens in Gruppen auftauchen, habt ihr da schon mal eine 10%ige Schadensreduktion. Und es macht das Ganze echt tanky, ich sag's euch. Also wenn man das dann spielt mit dieser Skillung und auch mit der Ausrüstung, selbst wenn man diese Waffen noch nicht hat, die neuen, macht das schon richtig viel Sinn. Das kann ich euch auf jeden Fall versprechen. Und es macht auch irre viel Spaß, darf man auch nicht vergessen. So, Stärke brauchen wir, um an den Punkt zu kommen, jeglicher Schaden gegen Spieler im Umkreis von 10 Meter wird um 10% reduziert. Das funktioniert nicht nur im Multiplayer, sondern auch im Solo-Game. Also auch hier werden nochmal 10% Schadensreduktion erzeugt. Die nehmen wir natürlich mit, das wollen wir haben. So, hier geht's weiter mit Ausweichangriffen. Den musst du irgendwie mitnehmen, auch wenn ich ihn nicht wirklich benutze, weil ich halt ein Fernkämpfer bin und kein Nahkämpfer. Aber um in diesen Baum zu kommen, musst du den einfach mitnehmen. Kampfheilung, wenn du mit einer Nahkampfwaffe, kommt auch nicht wirklich vor. Aber hier kommst du halt in diesen kombinierten Baum, wie soll ich es nennen, wenn du mit einer magischen Waffe einen kritischen Treffer landest. Und das kommt relativ häufig vor mit der Skillung. Man versucht dann auch dahin zu kommen. Besteht eine 50%ige Chance, 2 Gesundheitsmana oder Ausdauer-Orbs zu spawnen. Und das ist genau der Punkt, den wir mitnehmen. Und der quasi in direkter Verbindung mit diesem guten Stoffwechsel steht. Ja? Also ihr habt die Möglichkeit, mit jedem kritischen Treffer Orbs erzeugen zu können. Und die haben dann auch noch, hier seht ihr es ja, das Sammeln der Orbs füllt 10% der jeweiligen Ressource wieder auf. Und mit dem anderen Talentpunkt, den ich da oben reingesetzt habe, sind es 30%. Also es macht definitiv Sinn. Und wenn ihr diesen riesen Gegnerwellen habt, und das sind ja mittlerweile riesige Mobgruppen, ja, das sind jede Menge Gegner, das heißt, die Chancen sind wesentlich höher, da diesen Effekt auszulösen, als wenn ihr jetzt nur gegen einzelne Gegner kämpfen würdet. Macht auf jeden Fall Sinn. So, Lebensexplosion, wenn du einen Gegner mit einer Magiewaffe tötest, regenerieren alle Spieler im Umkreis von 15 Metern um das Ziel Gesundheit in Höhe des Dreifachen deiner Intelligenz. So, also auch hier macht es wieder Sinn, die Intelligenz relativ weit nach oben zu schrauben. Ihr seht es ja hier, ich bin bei 17, wobei das, glaube ich, noch gebufft ist. Und auch wenn ihr alleine unterwegs seid, gilt das Ganze natürlich. Also, der Baum zahlt ganz viel mit auf diesen anderen Punkt da oben ein. Hier haben wir nochmal Blutmagie. Wenn dein Mana unter 20% fällt, stellst du bis zu 20% deines maximalen Manas wieder her. Also, wenn ihr wirklich runter seid, macht es ja, und dann ist gleich wieder mindestens 20% aufgefüllt. Bis zu 20% wieder aufgefüllt, wenn ich nichts Falsches erzähle. Der löst relativ häufig der Effekt aus, dadurch, dass ihr halt viel Mana verbraucht. Ihr habt eigentlich immer die Chance. Also, dass ihr wirklich mal out of Mana seid, das kommt sehr, sehr selten vor. Und schon gar nicht, wenn ihr nicht richtig gebufft seid oder halt auch ausgeruht seid und solche Sachen, da habt ihr nicht das Problem. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Auch wenn diese Ringe, die wir ursprünglich gerne benutzt haben, aber da werden wir auch gleich noch drauf eingehen, es leider nicht mehr gibt in der Form. Die wurden stark genervt. Habt ihr dann hier weniger das Problem. So. Intelligenz ist klar, wir gehen mal den nächsten Kampfmagierbaum, dann haben wir hier die Arkane Ablenkung, bei einer erfolgreichen Parade erhältst du 20 Mana, man sollte tatsächlich auch öfter mal blocken, ja, ich mache das noch relativ wenig, mir fällt das dann immer nur relativ spät ein, nimm mal eben Schild hoch, auch wenn der Schaden mal durchhaut, aber dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit hier euch über diese Erdaura und die glänzenden Platten einfach dementsprechend den Schaden zu reduzieren. So dass ihr hier auch mit einem guten Block nochmal 20 Mana regenerieren könnt. Also auch das macht Sinn. Aber das ist Übungssache. Ich selber bin da noch ein bisschen am Struggeln, aber wenn man es drauf hat, dann hast du hier noch weniger Mana-Probleme. So, Intelligenz ist klar. Wir wollen Einheit. Wenn mit Stäben Schaden gegen Gegner verursacht wird, besteht eine Chance zu 24%, dass 2 Mana wiederhergestellt wird. Also auch das, benutzt die Stäbe, ja. So, Stachel, wiederholter Schaden mit einem Zauberstab wird um 20% erhöht. Brauche ich nicht weiter erzählen. Zauberstabmeister, Chancen von 30% auf ein zusätzliches Zauberstabprojektil. Auch das muss ich nicht näher erklären. So, hier ist klar, Willenskraft, Intelligenz ist klar. So, was nehmen wir noch mit? Teleport, ja, den habe ich eigentlich nur mitgenommen, um ja dementsprechend so ein bisschen wegzukommen vom Gegner. Schnell wegzukommen. Benutze ich relativ häufig bei den Kämpfen. Hat mir auch schon sehr oft den Arsch gerettet, zumindest in den Hallen, kann ich euch sagen. Ja, also auch das, den sollte man vielleicht doch schon mitnehmen. Ich glaube, das braucht man hier gar nicht weiter mitzunehmen.
Aber das ist schon wichtig. So, hier Intelligenz, den haben wir einfach noch mitgenommen, weil ich ihn einfach noch übrig hatte. Wir haben hier, geht's weiter mit dem Zauber. Das ist übrigens, mehr mache ich nicht in dem Heilerbaum. Ne? Also das ist auf Solo-Play ausgerichtet und mehr auf Schadensreduktion getrimmt, als auf Gesundheit wiederherstellen. Also das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. So, wir gehen hier in den Zauberer-Teil und der ist auch nicht ganz uninteressant. Hier ist klar, Willenskraft ist klar, das ist der Weg. Schaden wollen wir natürlich erhöhen mit jeder Magiewaffe. Dann gibt es dann hier wieder den Punkt Totenbeschwörer. Und wenn du einen Feind mit einer magischen Waffe tötest, hast du eine Chance von 10%, einen freundlichen Schädenbegleiter zu beschwören. Und ihr habt ja in den neuen Höhlen schon gesehen, es gibt ja diese Totenkopfbomben, ja, also wo dann so ein Totenkopf draus entsteht. Ja, der ist ganz wichtig. Solltet ihr auch wirklich nutzen und nachher auch herstellen beim eurem neuen Begleiter. Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Aber ihr habt natürlich auch zusätzlich die Möglichkeit, dass auch mal ein Schädelbegleiter spawnt. Und wenn ich mir überlege, wenn du einen Feind mit einer magischen Waffe tötest und die reden von einem Feind und ich habe da eine Gruppe von 20 Feinden, ja, und auf jedem einzelnen Feind habe ich eine Chance von 10%, dass so ein Schädelbegleiter ausgelöst wird, dann kann ich mir, wenn ich in Mathe nicht gepennt habe, ja, kann ich mir so halbwegs ausrechnen, wie viel Schädelbegleiter ich nachher haben kann. Und ich kann euch nur sagen aus der Erfahrung, das passiert relativ häufig. Auch wenn es nur 10% sind, aber aus einer Gruppe, in der Regel 1 bis 2 Schädelbegleiter ziehe ich mir damit raus. Ja. Und die machen auch Schaden. Also die schaffen es tatsächlich mit 2, 3 Attacken auch so ein simples Skelett da aus dem Leben zu husten. Ne. Und das kann dir schon mal echt den Bottes retten. So, Totenbeschwörer habe ich gesagt. Und das ist so dieser Nekromant-Anteil. Also den sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Macht irre Sinn. Wir gehen hier erst noch weiter. Und zwar geht es hier weiter mit Willenskraft. Und dann haben wir hier Donnerschaden, Blitzschaden und so weiter. Ist auch ein bisschen waffenabhängig, weil es da halt auch, man sollte dann halt natürlich auch Stäbe einsetzen, wo ihr dann quasi auch Bonus habt auf Blitzschaden. Habe ich aktuell noch nicht, gibt es aber und werde ich mir auch irgendwie noch zusammensuchen. So, dann haben wir hier noch den Feuerbaum, den Brandstifter. Feuerschaden wird erhöht, Pyromanie wird auch erhöht. Also ihr habt hier plus 30% Feuerschaden. Und wenn wir hier weitergehen, beim Angriff mit einer Magiewaffe erhöht sich deine kritische Trefferchance um 10%. Und auch das ist wichtig, denn wir hatten ja vorhin gesehen in dem anderen Teil, wenn der Crit erhöht wird, passiert irgendwas. Ich habe es schon wieder vergessen. Nee, wo war's denn? Wo war's denn? Ich hatte doch den Punkt hier vorhin. War das hier? Ich glaube, hier war das. Da, genau. Wenn du mit einer magischen Waffe einen kritischen Treffer landest, besteht eine 50%ige Chance und das stackt, soweit ich das weiß. Aber ich will mich da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Es macht so den Eindruck auf mich. Es fühlt sich immer so an, aber ich kann es nicht belegen. So. Zauberer. Ist klar, Kettentreffer mit einem kritischen Treffer, mit einer Magiewaffe trifft der Angriff automatisch einen zweiten Gegner im Umkreis von 15 Metern mit 5 Schockschaden pro Intelligenz. Wo solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, weil die eh immer alle dicht aufeinander stehen. Ja? Also da ruhig diesen Punkt mitnehmen und dann da reinbratzeln und es macht auf jeden Fall nur Sinn. No, Massenvernichtung, genau das gleiche. Kritischer Angriff mit einer magischen Waffe trifft alle Gegner im Umkreis von 20 Metern. Ihr haut halt echt enorm Schaden raus. So, Intelligenzpunkt ist klar, muss ich nicht weiter sagen. So, was haben wir hier noch mitgenommen? Die Schnellladung verringert die Zeit, die Magierstäbe benötigen, um einen Zauber aufzuladen, um 50%. Ja. Das fühle ich noch nicht so ganz. Also ich habe das Gefühl, dass es teilweise sehr, sehr langsam ist, bis zum Beispiel gerade der Feuerball aufgeladen hat. Das kam mir vorm Patch ein bisschen schneller vor. Ich kann mich aber auch täuschen. Es kann aber auch an der Waffe liegen. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Weil ich da nämlich nie so wirklich drauf geachtet habe, weil du vor dem Patch sowieso immer nur mit Säurebiss gespielt hast, ja, der mittlerweile komplett genervt ist. Also wenn ihr da noch mit unterwegs seid und den noch spammt wie Hulle und wundert euch, warum ihr ständig ins Gras beißt, schmeißt das Ding in die Tonne. Ihr braucht es aktuell einfach nicht mehr. So, was haben wir hier noch? Den Gegenschlag, nachdem du Schaden erhalten hast, besteht eine 20%ige Chance, 50% des Schadens als Feuerschaden auf den Angreifer zurückzuwerfen. Nehme natürlich mit, macht Sinn, muss ich glaube ich nicht näher erklären. So, hinfort. Ein magischer Schlag, der getroffene Feinde wegstößt und betäubt. Ja, habe ich wirklich noch nie so benutzt, weil ich eigentlich nicht unbewaffnet rumlaufe. Ich habe den einfach nur genommen, um nachher hierhin zu kommen. Bei einem kritischen Treffer mit einem Zauber wird das Ziel für 4 Sekunden betäubt. Ja, also du musst diesen Punkt mitnehmen, um dahin zu kommen, denn den wollen wir eigentlich haben.
Und der löst sehr häufig aus. Und wenn da so eine Horde auf euch zugeht und ihr habt irgendwie 10 Gegner, die auf euch zurennen und 2 davon habt ihr gestunt, die sind betäubt, das ist schon mal, ich sag euch, das, auch das hat mir sehr auf den Hintern gerettet, solltet ihr mitnehmen. So, was haben wir hier noch? Aufwind. Brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist eigentlich ein Pflichttalentpunkt. Sollte man immer mitnehmen, um einfach deine Reichweite zu erhöhen. So, das ist der Talentpunkt. Ich muss mal gucken, ob ich das hinbekomme. Es gibt im Internet eine Seite irgendwo, da kannst du diese Talentpunkte irgendwie oder ich kann die euch zur Verfügung stellen, sodass ihr nicht das Video dann jedes Mal aufrufen müsst, wobei ich persönlich nichts dagegen habe, sondern ihr könnt dann quasi direkt von der Seite aus auf meinen Talentbaum zugreifen und könnt das gerne nachbauen, übernehmen oder selber noch ein bisschen rumexperimentieren. Wie gesagt, wenn ich dran denke, werde ich es mit verlinken. Wenn nicht, dann habt ihr Pech gehabt, müsst ihr das Video gucken. So, was wir jetzt aber noch machen werden, wir schauen uns mal, und ich muss gerade mal einen Schluck trinken, Leute, das ist viele gesabbelt, das macht so Durst, ich sag's euch. So, was wollte ich machen? Genau, wir wollten uns die Ausrüstung angucken. Und zwar hat sich hier ein bisschen was getan. Wir haben den ältesten Hut, der bleibt. Den habt ihr wahrscheinlich auch schon. Alternativ könnt ihr noch den Magierhut dazu nehmen. Den mit dem Spitzenhut, ne? Also da habt ihr dann irgendwie, ich glaube, noch plus 12 oder plus 15 kritischen Trefferschaden. Ich bleibe jetzt bei dem. Es macht es, glaube ich, nicht. Aber lasst uns mal ganz kurz gucken. Ich bin mir nämlich gerade gar nicht so sicher. Ich habe den auch tatsächlich noch nie hergestellt. Wo kann ich den herstellen? Mache ich den bei ihm hier? Ja, na klar, bei ihm. So, lasst mich mal schauen. Insektenstaub, Hexenmeister-Set. Das war's nicht. Der hier war's, genau. Den hier, den könnt ihr euch herstellen. Ihr seht es ja hier, 13 kritische Trefferschaden, 15 Chance auf kritische Magietreffer. Da muss man sich halt überlegen, was man haben möchte, in welche Richtung man gehen will. Ich bin tatsächlich dann doch bei dem hier geblieben, weil er halt einfach auf Stufe 25 ist. Ja. So, und wir gehen auf strahlende Paladin-Brustplatte. Ja. Und es liegt auf der Hand, plus 240 Lebenspunkte, plus 24 Ausdauerpunkte. Warum ich aktuell hier viel auf Lebenspunkte gehe, das werde ich euch gleich erklären. Diejenigen, die von euch schon die ganzen Hallen durch haben und auch schon fleißig am Farmen sind, die wissen natürlich, warum du das machst, warum du hier viel Leben brauchst. Gerade als Magier, alle anderen, die Auflösung kommt gleich. So, dann haben wir hier die ältesten Handschuhe. Ist für mich auch noch der Mehrwert, einfach 9 Schaden gegen magische Feinde, 12 Magieschaden, einfach um noch einen höheren Schadensoutput zu haben. Da wollte ich dann nicht drauf verzichten. Hier sind wir wieder bei der strahlenden Paladinhose, plus 2 Gesundheitsreck und plus 90 Lebenspunkte. Auch die wollen wir mitnehmen. Und hier haben wir plus 4 Gesundheitsregeneration und minus 120 Verzögerung bei der Gesundheitsregeneration. Ist auch wichtig. So, jetzt gehen wir mal weiter. Zu den Ringen, ja, also, ihr seht hier, der Mana-Ring, es gab ja diesen wunderbaren Ring, ich hab's schon wieder vergessen, den jeder gehabt hat, der aber so massiv genervt worden ist, dass der überhaupt gar keinen Sinn mehr gemacht hat. Das war, bis vor dem Patch war das der Meta-Ring schlechthin, also am besten immer 2 davon tragen, hat auf jeden Fall Sinn gemacht. Das ist so der inoffizielle Nachfolger davon. Plus 20 Mana-Punkte, plus 2 Mana-Reck. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte es in irgendeinem englischsprachigen Video vielleicht sogar gesehen oder gelesen oder irgendjemand im Stream hat das mal erwähnt. Es gibt wohl auch noch einen Punkt mit plus 3 Mana-Reck. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ihr das wisst, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Das ist nämlich dann die Info an die Zuschauer, ja, dass es tatsächlich so ist. Und am besten auch mit Fundort, wäre ganz cool. Der droppt halt in den Höhlen, ja, also in den Dungeons. Zumindest haben wir ihn da bekommen. So, den kann man tatsächlich auch 2-mal tragen. Wenn ihr den nur einmal habt, ist die nächste Alternative Ring der Erbauer. Und den gibt es irgendwann im Laufe des, ich glaube, das ist sogar eine Questbelohnung, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß gar nicht genau, wo ich ihn her habe. Auf jeden Fall habe ich den auch schon in der Tasche gehabt, bevor das Update rauskam. Also gab es den mal irgendwo als Questbelohnung oder in der Kiste oder sonst, ich weiß es nicht mehr genau, aber auch da für die Info, wenn jetzt jemand von euch ganz spontan weiß, wenn es irgendwo einen festen Standort hat, dann auch bitte in die Kommentare, weniger für mich, sondern mehr für die anderen, die das vielleicht lesen. Das ist eine gute Alternative noch zu dem, wenn ihr den nur einmal habt. Wenn ihr den natürlich 2-mal habt, ja, macht es Sinn, den auch 2-mal anzulegen. Ja, also ich trage ihn 2-mal und ich bin eigentlich voll und ganz zufrieden damit. So, das Thema Waffen. Das Thema Waffen ist ein bisschen schwierig, weil da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Also,
Das ist eine Waffe, die bekommt man quasi relativ einfach, weil die immer in einer Kiste spawnt, immer am gleichen Punkt. Und wir können gerade mal auf die Karte schauen. Das ist nämlich immer hier unten, hier in der Ecke. Da, nee, Quatsch, hier, da so in der Ecke. Da ist ein kleiner Vorsprung und da ist das ist ein Miasma, aber so kurz unter der Oberfläche. Da ist auf jeden Fall diese Kiste, wo immer dieser Stab drin droppt. So, was natürlich ganz wichtig ist, es gibt mit den neuen Waffen, die haben alle, ich meine, der Schaden heißt heilig. Heiligschaden. Also hier diese Dings hier, die ihr habt, ne? Also diese Attribute. Da gibt es dann den Heiligschaden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Müsst ihr mich mal unterstützen, müsst ihr mich möglicherweise auch korrigieren, weil ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hast du dann erhöhten Schaden gegen allen Gegner, die in den Dungeons sind. Macht natürlich Sinn, die zu bekommen, aber ja, ihr habt die ja erstmal nicht. Also müsst ihr erstmal mit dem alten Krempel durch. Solltet ihr aber zeitnah austauschen, kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und dann müsst ihr natürlich immer gucken, was haben die hier noch für zusätzliche Attribute. Was zahlt bei mir mit ein? Es gibt halt auch welche mit Feuermagie, deswegen habe ich den ja hier. Es gibt die aber auch mit Eis, mit Blitz. Ich glaube, dann gibt es sogar welche, die haben noch Lebensentzug. Macht natürlich auch Sinn. Also wenn ihr irgendwas seht mit Lebensentzug, dann solltet ihr auch tunlichst dann diese Waffe anlegen, weil euch das einfach noch mehr unterstützt, ja. Und auch da gibt es dann halt für größere Gegnerwellen, wenn ihr da jedem irgendwie 5% Leben abzieht oder 5% des Schadens, den ihr erzeugt, noch als Leben regeneriert. Leute, ich sag euch, ihr werdet nicht umfallen. Die können auf euch eintrümmern, ihr werdet einfach nicht umkippen, ja. Dafür ist dieser Bild einfach viel zu stark, ja. So, das wäre das zu den Waffen. Das Gleiche gibt es natürlich auch für die Zauberstäbe, ja. So. Und das haben wir besprochen. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz auf das Buff-Food ein. Ich habe die Taschen hier rappelvoll, weil ich gerade aus dem Dungeon rausgekommen bin. Der Grund, der wichtigste Grund, ich sage es euch, der allerwichtigste Grund, warum wir hier massiv auf Leben gehen, ist dieser Trank. Bessere Ektoplasmasuppe, ja. Ihr seht selber, die macht ihr bei eurem neuen Begleiter, bei diesem Nekromanten. Es gibt drei Stufen davon. Ja, die erste zieht irgendwie 50 Lebenspunkte ab, hält, glaube ich, 35 Minuten. Und dann habt ihr, glaube ich, 8% Schaden gegen Erloschende und irgendwie 3% Schaden gegen Lebensfrau. Ja, das ist die Stufe Nummer 2. Ihr seht es ja selber hier, 50 minus 100 Lebenspunkte. Und die Attribute seht ihr auch da. Und dann gibt es noch mal Next Level, ja, dann seid ihr, glaube ich, bei einem Wert von 15-15 oder 15-10, ich weiß es nicht genau, aber minus 150 Lebenspunkte. Aber der Grund, warum ihr die letzte Stufe nicht benutzen solltet, ist die Haltbarkeit eine Minute, ja. Macht gar keinen Sinn, dieses Ding zu nehmen, das reicht noch nicht mal, sollte man noch nicht mal bei einem Bosskampf machen, ja, weil wenn ihr sagt, der dauert eh nicht länger wie eine Minute und den Schadensoutput gebe ich mir, pfeift einfach drauf. Wenn die diese letzte Ausbaustufe irgendwann auch mal auf 30, 50 Minuten hochsetzen, dann sage ich, dann ist das die Meta, dann nehmt's mit. Aber so braucht ihr das nicht machen, ja. Ja, ansonsten haut ihr euch noch alles rein, was irgendwie Regenerierung hat, was Intelligenz hat. Also ich habe das Pilzomelett, es gibt auch noch die Glühsuppe, ja, die habe ich selber noch nicht gesehen. Ich habe das bei einem anderen YouTuber gesehen, neulich im Stream, der hatte Glühsuppe gehabt. Und der hat da tatsächlich irgendwie plus 5 in drauf, aber ich habe dieses Rezept nicht und ich habe es auch noch nicht bekommen. Sonst würde ich euch das natürlich erzählen, wo das Ganze herkommt, aber ich kann es im Moment nicht, so. Also, was haben wir uns angeschaut? Wir haben uns den Talentbaum angeschaut, wir haben uns die Rüstung angeschaut, ich habe euch das Buff-Food gezeigt. Was fehlt noch? Wir schauen uns mal ganz kurz an, wie der Schadensoutput damit aussieht und wie gut man eigentlich auch mit den neuen Zaubern zurechtkommt. So, und da sind wir auch mal hier beim Bosskampf. Allerdings habe ich hier schon den ganzen Bereich vorher geklärt und habe eine kurze Pause gemacht. So dass auch mal der ganze Buff-Krempel ausläuft und ich euch das einfach besser zeigen kann, wozu das Ganze dann auch wirklich besser ist. Wir werden auf jeden Fall mal ein bisschen was vom Pilzomelett einwerfen, ja. Das geht rein, dann werden wir uns noch mal ein bisschen was vom Gesundheit wiederherstellen. Ich bin am Überlegen, noch mehr Int. Nee, ich glaube hier die Fruchtschüssel ist ganz nice, wobei Gesundheit, Wiederherstellung, Ausdauer, wieso habe ich eigentlich das Doppelte? Egal. Also, Fruchtschüssel rein mit. Und wir werden uns natürlich auch die bessere Ektoplasmasuppe reindrücken. Ja. Jetzt geht natürlich der Lebensbalken ein Stück runter. Das ist aber nicht weiter tragisch, denn ich hatte ja vorhin schon erwähnt,
Das macht auf jeden Fall Sinn, die sich reinzufahren. Aufgrund der Skillung und den Möglichkeiten, die wir hier haben, tut es nachher gar nicht so weh. So, was werden wir uns noch reinschmeißen? Ich muss mal gucken, jetzt habe ich natürlich keine Tränke mehr irgendwie dabei. Ich habe überhaupt gar keine Tränke dabei. Ich habe null Heiltränke dabei. Ach du Scheiße, was habe ich mir dabei gedacht? Ja, sehr enthusiastisch. So, wir werden uns aber auf jeden Fall noch eine Erfahrungsschriftrolle werden wir uns nicht reindrücken, weil die bringt es nämlich nicht. Super vorbereitet. Ich habe natürlich auch die anderen Schriftrollen liegen lassen. Müssen wir einfach mal klarkommen. Sollte aber eigentlich auch nicht das Problem sein. Denn eigentlich müssen wir hier nur ausweichen und den mit den Knochendornen hier, mit den Knochenstrom behaken. Ja, davon habe ich genug dabei. Und ich will mal sagen, let's go. So. Und das Gute ist, wenn man hier so ein bisschen außerhalb der Sichtlinie ist, verfolgt er einen auch nicht. Das ist immer ganz nett. Deswegen kann man hier auch gerne, wenn man das Ganze hier geklärt hat, hier gerne mal um die Ecke gehen. Ja, ihr habt ja hier das Gesimse, ja, das könnt ihr gerne machen. Oder aber ihr setzt euch dieser Bodenattacke von ihm mal aus, wo ihr dann einfach so auf den Boden stampft. Das überlebt man ganz gut. Und dann habt ihr wenigstens genug Auftrieb, um hier oben auf einen dieser Sims drauf zu kommen. Das funktioniert tatsächlich auch relativ easy. So. Und wir werden auf jeden Fall mal hier den Knochenstrom schon mal aktivieren. Denn der ist ja sehr anfällig für. Da könnt ihr auch gleich sehen, was der für Schaden an ihm anrichtet. Ja, aktuell noch nicht wirklich viel. Da seht ihr selber, was der für Schaden macht, ja. Leider hat er mich gerade erwischt. Und der zieht mir natürlich auch immer ordentlich Leben ab. Ja, das ist der einzige Nachteil dabei. Aber auch das sollte eigentlich gar kein Problem sein. Weil ihr seht ja selber, die Lebensregeneration, die ist ja ganz anständig bei mir. Na, guck mal, da ist noch einer hängen geblieben. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man hier nicht zu weit irgendwo dahin kommt. Ans Miasma. Ah, das war knapp. Warum habe ich jetzt? Warum habe ich denn jetzt? So, jetzt sollte er aber eigentlich auch gleich liegen. Und da liegt er auch schon. Da ist er weg vom Fenster. Ja, also ihr habt es gesehen mit dem Knochenstrom. Ist es relativ einfach zu bewerkstelligen, das Ganze. Und wir werden jetzt einfach mal looten. Natürlich ist hier nichts Besonderes drin, außer irgendwelche Falkenstiefel, die wir nicht brauchen. Hier sind noch Orbs, die nehmen wir natürlich noch mit. Zack, zack. Und da seht ihr auf jeden Fall mal, wie gut das eigentlich funktioniert. Und was man jetzt hier auch noch machen kann, hier gibt es nämlich noch einen Geheimraum, ja, falls der irgendwie mal untergegangen ist. Da können wir nämlich mal eben hier mit dem Feuerbolzen da oben die Feuerbolzen die beiden Schalter aktivieren. So. Da ist der nächste. Also ich habe den tatsächlich auch erst beim zweiten Durchlauf gefunden. Ja, ich bin da echt immer ganz grandios dran vorbeigelatscht. Wobei man hier natürlich auch aufpassen muss. Hier sind nämlich dann auch wieder Gegnerwellen. Sobald man hier die Kiste aufgemacht hat. Und was haben wir drin? Den Halbmond-Magierstab.
So, und ihr habt ja gerade gesehen, das ist ein grüner, oder ja, es ist eigentlich ein ganz billiger Zauberstab, aber der hat Wuchtschaden drauf. Und auch das ist eine Info, die für euch wertvoll sein könnte, denn sämtliche Gegner in diesen Dungeons, in diesen verschollenen Hallen oder Hollowed Halls oder wie auch immer die gerade heißen, ich habe schon wieder den Namen vergessen, die sind natürlich anfällig für Wuchtschaden. Deswegen kann man auch gerne mit einem ungeskillten Zauberstab hier reingehen und du hast schon einen Mordsschadensoutput, ne? Also auch mit diesen einfachen Dingen kommst du hier schon relativ weit. Also das bringt auf jeden Fall was. Und natürlich ist es immer ganz witzig, dann auch bei größeren Gegnermengen, Gruppen, einfach mit dem Zauber, mit dem Feuerball einfach mal da reinzuzimmern. Macht auf jeden Fall Sinn und macht vor allen Dingen auch Spaß, wenn die dann umfallen, wie die fliegen. So, wir gehen mal weiter. Jetzt fehlt mir natürlich wieder jede Menge Ausdauer. Das ist gerade ein kleiner Nachteil. Wir können auch mal eben eine dieser Dings hier anwenden. So, hier auf jeden Fall mal eben reparieren. Und hier auch immer schön plündern, ne? Also hier gibt es auch immer dann Tränke, gerade wenn man sie auch vergessen hat. Was halt auch einfach mal passieren kann. So, hier müssen wir mal kurz gucken, ob irgendwie noch da was dahinter ist. Wo ist meine Spitzhacke? Was ist das eigentlich für ein Stab hier? Ausrüstbar, Fernkampf, ja. Finsterer Halbmond-Magierstab. Also, ihr seht auch selber, mit den alten Waffen oder mit den vermeintlich alten Waffen kommt ihr hier ganz gut klar, ja. Auch wenn es natürlich mit den neueren Waffen wesentlich einfacher ist. Aber wenn man sie einfach noch nicht hat, ja, und das haben die wenigsten von euch, wenn sie das erste Mal hier reingehen, seht ihr tatsächlich auch, mit den alten Sachen kommt ihr auch noch ein gutes Stück weiter. Aber mit den neuen Stäben und vor allen Dingen auch mit den neuen, ja doch, Zauberstäben, ist es natürlich viel einfacher. Hier dann auch dementsprechend erfolgreich durchzugehen. So, jetzt gucken wir mal eben nochmal, dass wir mal eine größere Gruppe irgendwie pullen, ja. So, da kannst du nämlich schon mal ordentlich reinknallen. So, und somit seht ihr, dann sind die auch relativ erledigt. Mir, wie gesagt, mir fehlt der Ausgeruht-Buff gerade. Mir fehlen noch ein paar Tränke, die ich eigentlich hätte mit einstecken sollen, die noch mehr Schaden verursachen. Also mir fehlt eine Menge und trotzdem kommt man hier relativ gut durch. Und auch solche Gegnerwellen sind jetzt nicht so das Drama. Und auch hier seht ihr ja dieser Zauberstab mit dem Wuchtschaden. Ja, der tut natürlich sein Übriges. Wenn dann hin und wieder auch nochmal die Orbs ausgelöst werden, das ist übrigens auch der Grund, warum ich die Skillpunkte mitgenommen habe, dass die sich um 30% steigern. Seht ihr, habt ihr ratzfatz auch wieder alles voll und könnt dann auch ja, einfach euren Weg weiter bestreiten. Und ja, es hilft auf jeden Fall, diese Skillung mit zu übernehmen. So, und jetzt habt ihr ja natürlich gesehen, wie das Ganze funktionieren kann. Ja, ist natürlich ein bisschen, war nicht ganz so glücklich, also auch gegen die Gegnerwellen, weil ich hatte keine Tränke gehabt und der Rested Buff, der war ausgelaufen. Unter normalen Bedingungen macht ihr natürlich wesentlich mehr Schaden, beziehungsweise habt dann auch noch mehr Ausdauer und könnt dann noch ein bisschen agiler sein. Ja, und
wenn ihr halt auch noch Rollen anlegt und noch Tränke einpfeift und natürlich auch noch mehr Mana-Tränke dabei habt und so, dann läuft das Ganze noch flüssiger. Also ihr seht aber auch, selbst unter erschwerten Bedingungen und mit alten Waffen, ja, haut ihr echt schon Schaden raus, der seinesgleichen sucht. Also für mich ist das der stärkste Magier-Build, den ich bis jetzt gesehen habe. Ja, wobei ich aber auch mittlerweile sagen muss, dass die vereinzelten Klassen nicht mehr so weit auseinander sind. Also es gibt nicht mehr diese überragende Klasse, die alles platt macht und die andere Klasse einfach nur stumpf hinterherläuft. Jede Klasse, also das haben sie zumindest von Balancing schon so gut hingekriegt bei Keen, dass sich jede Klasse gut anfühlt. Also auch wenn ihr mit Nahkämpfern reingeht, allein diesen Sprungangriff, den ihr machen könnt, ne, wo ihr dann immer wieder in diese Gegnerwellen reinspringen könnt, ja, die werden weggeschleudert, die werden gestunt, ja, ihr könnt da reinkloppen bis zur Vergasung und ihr bekommt einfach keinen Schaden und es fühlt sich so irre gut an und es macht so irre viel Spaß. Sicherlich muss man sich mit jeder Klasse ein bisschen auseinandersetzen und auch mir fehlt noch jede Menge Skill tatsächlich, um den Magier wirklich sicher durch diese Dungeons zu bewegen und wie im Schlaf. Aber mittlerweile habe ich da komplett den Schrecken davor verloren, auch im Solo-Play durch den dritten und vierten Dungeon da durchzugehen. Also auch das funktioniert wirklich easy. Leider habe ich noch nicht das Glück gehabt, eine gescheite Waffe zu finden. Deswegen hänge ich immer noch mit dem alten Krempel rum. Aber es funktioniert. Ich kann es euch auf jeden Fall sagen. Und ich kann es euch echt mal wärmstens empfehlen, mal diesen Skill zumindest mal nachzubauen. Und dann mal vielleicht, wenn ihr selber auch Magier seid, mit dem zu vergleichen, was ihr aktuell habt. Und dann sagt mir doch einfach mal, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ihr mir einfach sagt, welche Skillung mehr Sinn macht für euch. So, somit wären wir aber auch schon am Ende von diesem Video. Und mich würde mal wahnsinnig interessieren, wie euch das gefallen hat, ob ihr was damit anfangen könnt, ob ihr vielleicht in Zukunft mehr solcher Videos sehen wollt oder ob ihr sagt, ach nee, das war jetzt einmal in Ordnung und eigentlich hast du gar keine Ahnung was von dem, was du da erzählst, aber trotzdem war mal ganz nett reinzuschauen, wie du das machst. Wenn ihr natürlich Interesse daran habt, dass ich mir das Ganze auch mal für Krieger oder für Jäger anschaue und da mal ein bisschen rumexperimentiere, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lust hätte ich schon, aber ich mache es abhängig von euch, ob ihr Interesse habt. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuschauen bedanken, wünsche euch viel Spaß, das Ganze mal auszuprobieren und hoffe, dass ihr dann auch nicht mehr so den Schrecken habt, durch die Hallen durchzurushen. Und mich würde natürlich nach wie vor interessieren, was ihr da schon für Waffen rausgeholt habt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderbaren Tag. Bis demnächst. Tschö mit ö.